Hallo zusammen, ich habe hier ein Wohnmobil, also ein Pickup mit Aufbau oder Festaufbau. Und hier habe ich einen Kühlschrank verbaut. Ganz was Besonderes, das kriegt ihr nur bei mir. Aber wir schauen den jetzt mal von innen her an. Das geht hier hoch, ist also ein komplettes Neufahrzeug. Und hier oben sitzt der Kühlschrank. Das hier ist ein Standardkühlschrank von Wemo. Wir haben hier auch noch die Temperatur, 3,3 Grad. Und hier innen drin, wir haben kein Eisfach und wir haben keine Kühlmaschine. Es ist kalt, wir haben hier die Tropfwanne. Hier könnte man noch einen Schlauch anhängen und dann hinten rausführen. Oder man leert das einfach. Das ist ideales Wasser, um zu Blumen zu gießen. Es hat kein Kalk. Thermostat ist mechanisch, einfach, schlicht. Der schaltet nur ein und aus. Jetzt stehe ich wieder draußen. Der Kühlschrank sitzt also hier oben. Und die Kälteleitung kommt hier runter. Die muss hier jetzt noch fixiert werden. Und die geht dann hier unten durch bis auf die Toilette. Die Leitung kommt dann hier wieder hoch. Wir sehen das hier, die ist auch noch lose. Geht hier hinten in die Toilette. Und jetzt läuft das Ding hier auf der Toilette. Ich stehe hier jetzt in der Dusche. Wir haben das WC. Und daneben ist ein Schrank. Momentan läuft es über ein Netzgerät, weil die Elektrik nicht so weit ist. Und hier unten habe ich die Abwärme vom Kühlaggregat. Das gibt dann ein bisschen Abwärme in die Toilette. Vor allem, wenn man Richtung Norden fährt, habe ich hier immer eine kleine Heizung oder die Abwärme hier in diesem Raum. Ja, ich stehe jetzt hier wieder vorm Eingang, vorm Kühlschrank. Das Spezielle an dem Kühlschrank ist, er hat keine Kupplung. Wir haben die Kupplung, die Leitung, die Kälteleitung hier dreimal gelötet. Auf dem Weg ins Kühlaggregat. Wir haben das Kühlaggregat vor Ort abgedrückt. Das Auto steht jetzt eine Woche hier. Ich habe keine Kupplungen, die zu Problemen führen könnten. In der Regel nicht, aber Vibration, Bewegungen und so weiter. Wir haben an diesem Kühlschrank kein Eisfach. Wir haben also hier keine Tiefkühlung, sondern nur ein Kühlschrank. Und hier an diesem Kühlschrank mit diesem Element, sobald die Temperatur erreicht wird, das Kühlaggregat schaltet aus, taut das hier hinten ab und das Wasser tropft in diese Schale hier. Hier hat es jetzt schon ein bisschen Wasser drin, jetzt relativ wenig. Aber wenn ich hier oben ein Eisfach habe und mit dem Eisfach wird der Kühlschrank gekühlt, habe ich automatisch das Problem, dass ich da oben eine Vereisung hinkriege. Das Eis wandert von der feuchten Luft hier an den Kühler. Das ist Physik. Wenn ich noch Gemüse drin habe oder offene Wasserbehälter, dann wandert das Wasser noch mehr. Also ein Kühlschrank produziert kein Wasser. Das Wasser kommt von irgendwo. Habe ich aber hier oben ein Eisfach, das ist ja theoretisch dann immer unter Null, das kann nicht selbstständig abtauen. Das Eisfach gefriert. Nach 2-3 Wochen ist das zugefroren. Dann müsst ihr abtauen, aber wo geht ihr hin mit der Tiefkühlware? Also das heißt, hier auf Tiefkühlware verzichten. Die Option ist vorne im Fahrzeug noch eine Kühlbox, die eventuell als Tiefkühler funktionieren kann, zeitweise. Aber das Fahrzeug ist nicht groß. Ich brauche hier drin keine Tiefkühlware. Ja, hier verlinke ich euch ein anderes Video über den gleichen Kühlschrank. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.